Heute im Hessenschaustudio Andreas Hieke und Jennifer Siegler. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und das steckt heute drin in der Hessenschau. Corona-Risikogebiet Spanien. Der Weltrekord ist geschafft. Nach 6,5 Wochen Höchstleistung hat Dirk Leonhardt den längsten Triathlon der Welt geschafft. Der 38-jährige Extremsportler aus Bruchköbel hat heute Mittag die 1320 Kilometer lange Laufstrecke beendet. Vorher ist Dirk Leonhardt schon 200 Kilometer geschwommen und 5400 Kilometer Rad gefahren. Im Ziel gab es nicht nur den Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde, sondern auch ein Küsschen für Ehefrau Ilsa. Das war's von den Nachrichten, also zurück zu Andreas. Völlig irre. Ja, absolut. In unserer Reihe.